hab dir was mitgebracht. Ist die von heute? Ja. Wo bleibt mein Wetterbericht? Ich habe eine Idee. Was zum Teufel macht ihr da? Max! Ich hab kein Schnee mehr! Auf Papa, Max! Was in Gottes Namen treibt ihr Saukerle hier unten? Da ist ein Verrückter auf dem Schlachtfeld! Nein! Nein! Ich bin unverhaftet! Was verloren? Was machst du hier? Dir nachspioniert. Das sieht man doch. Gib das her. Lass mich raten. Du hast vergessen, wo die Haustür ist. Eins muss ich dir lassen, Saumensch. Du hast Nerven, den Bürgermeister zu bestehlen. Nicht so laut. Ich stehle nicht. Ich borge mir nur was. Naja, egal, was du dir borgst. Ich wäre gern eingeweiht. Es ist nicht so, wie du denkst. Und was ist es dann? Ich leihe mir Bücher. Mehr nicht. Bücher? Hast du sie nicht alle? Weißt du, für eine beste Freundin verheimlichst du ganz schön viel. Was willst du damit sagen? Wer ist Max? Wir haben's geschafft. Dein erstes Buch. Gratuliere. Komm, ich habe eine Überraschung für dich. Es ist so dunkel hier. Dann machen wir noch Licht. Das ist ein Wörterbuch. Manche Wörter haben wir schon gelernt. Schreib so viele auf, wie du willst. Alles deins. Danke, Papa. Sag mal, wo hast du diese Wörter her? Das kann ich nicht sagen. Wem sollte ich's verraten? Würdest du mir einen Gefallen tun? Kannst du mir den Tag beschreiben? Wie ist es draußen? Es ist wolkig. Nein, 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 nein. Beschreib es mit deinen Worten. Wenn deine Augen sprechen könnten, was würden sie sagen? Es ist ein blasser Tag. Blass. Gut. Alles steckt hinter einer Wolke fest. Und die Sonne sieht nicht aus wie die Sonne. Wie sieht sie aus? Wie eine silberne Auster. Danke. Das konnte ich sehen. Hans Hubermann? Komm schnell! Papa! Wer ist das, Papa? Sein Name ist Max. Er braucht Hilfe. Versteckst du dich vor Hitler? Ja, ich bin Jude. Ich hab dir was mitgebracht. Du steckst voller Wunder. Du stiehlst Bücher? Warum? Wenn das Leben dich bestiehlt, musst du es dir manchmal zurückstehlen. Ihr versteckt jemanden, oder? Wenn irgendjemand ihn sieht, nehmen sie dich mir weg. Und ich kann dir nicht sagen, was sie mit ihm machen würden. Ich habe Angst. Sie durchsuchen die Keller. Mama! Was soll das Ganze? Max! Max! Ich will dich nicht verlieren. Ich verdanke dir mein Leben, Liesel. Das darfst du nie vergessen.
Worte sind Leben, Liesel. Wenn deine Augen sprechen könnten, was würden sie sagen? Es war einmal ein Mädchen. Das hatte einen Freund, der in den Schatten lebte. Sie zeigte ihm, wie sich die Sonne auf seiner Haut anfühlte. Und die Luft, wenn man Atem holt. Und das machte ihr klar, dass sie noch am Leben war. Gute Nacht, Bücherdiebin.